Schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Kraft. Ich arbeite hier am IPRT und leite die Abteilung Infrarot- und Raman-spektroskopische Histopathologie in der Abteilung Spektroskopie und Bildgebung. Meine aktuellen Forschungsthemen sind Mikroplastikidentifikation und Untersuchungen von einzelnen Zellen. Und dieses neue Gerät hier ist dafür besonders geeignet. Es hört auf den schönen Namen Mirage und wurde von der Firma Photos Thermal Spectroscopy in den USA hergestellt. Es handelt sich um das weltweit erste ausgelieferte System in dieser Konfiguration. Zur Anregung wird ein Infrarotlaser, ein sogenannter Quantenkaskadenlaser, eingesetzt, weil diese Quantenkaskadenlaser nur einen schmalen spektralen Bereich besitzen, benötigt man dafür 4 Quantenkaskadenlaser. Die sind hier in dem hinteren Kasten integriert. In dem vorderen Kasten werden diese 4 Laser nacheinander in das Mikroskop eingekoppelt. In dem Mikroskop ist ein Spezialobjektiv, was dann sowohl für die Infrarotstrahlung geeignet ist, als auch für die sichtbare Strahlung. Denn das Besondere an diesem Gerät ist, dass die Infrarotabsorption durch einen sichtbaren Laser registriert wird. Es wird also gleichzeitig ein Laser mit der Wellenlänge 785 Nanometer eingekoppelt und gleichzeitig auf die Probe fokussiert. Der Vorteil daran ist, dass man mit Infrarotstrahlung im Bereich von 5 bis 10 Mikrometer eine Auflösung erreicht von 1 Mikrometer oder sogar weniger. Und das ist der Größenbereich, der für einzelne Bakterien, aber auch Zellproben von entscheidender Bedeutung ist, um wirklich ein Spektrum eines einzelnen Bakteriums oder subzelluläre Strukturen zu erfassen. Dieser sichtbare Laser von 785 Nanometer ist auch in der Lage, ein Raman-Spektrum anzuregen. Und deswegen ist hier im vorderen Teil ein Raman-Spektrometer mit dem entsprechenden CCD-Detektor integriert. Ein weiterer Vorteil ist, indem man Infrarot- und Raman-Spektren von der gleichen Probe registriert, die Spektren sind nicht identisch, sie ergänzen sich, sind also komplementär. Und das ist insbesondere für die Mikroplastikproben vom großen Vorteil. Gerade die Pigmente, die erzeugen entweder eine hohe Autofluoreszenz oder resonanzverstärkte Pigmentsignale, die dann im Prinzip die Schwingungsbanden, die für die Identifikation von Mikroplastik herangezogen werden, überdecken. Allerdings die Pigmente liefern kein IR-Signal, sodass man mit Hilfe einer Datenbank diese Polymere sehr gut identifizieren kann. Ja, das ist eine typische Probe für die IR-Spektroskopie. Hier sind einige Tropfen von Bakterien und auch weißen Blutzellen aufgetragen auf einem infrarottransparenten Substrat. Und die werden jetzt hier in die Probenkammer eingelegt. Und dieses transparente Substrat ermöglicht Messungen sowohl in Transmission als auch in Reflexion. Der Vorteil dieser Messmethode, dieser sogenannten optischen photothermischen Infrarotspektroskopie ist, dass verschiedene Substrate mit dieser Methode kompatibel sind. Es können also reflektierende Substrate eingesetzt werden, aber auch Glas. Und wir arbeiten auch an Probenkammern für Zellen im Medium. Zum Beladen fährt der Probentisch nach unten und nach vorne, damit die Probe besser eingelegt werden kann. Und zum Laden kann dann die zuletzt gespeicherte Position angefahren werden. Dazu kann man auch eine Liste von Messpunkten definieren und von dieser Liste können dann auch nacheinander Infrarotspektren oder Infrarot-Images aufgenommen werden. Ja, ich möchte mal kurz den Messprozess vorstellen. Im ersten Schritt wird ein Autofokusverfahren eingesetzt. Das stellt sicher, dass der Infrarot-
und der sichtbare sogenannte Probe Laser auf die gleiche Stelle fokussieren. Man bestätigt das und jetzt kann man hier gleichzeitig IR und Raman-Spektren aufnehmen. Dadurch wird die Messung gestartet. Und man sieht hier im rechten Bild das IR-Spektrum, im linken Bild die beiden Messkanäle für IR und auf dem rechten Bildschirm im Grün das resultierende Raman-Spektrum und im Rot das resultierende Infrarotspektrum und die Spektrenqualität, insbesondere für den Infrarotkanal, ist so hoch, dass man dieses Spektrum direkt in eine Datenbank laden kann und klassifizieren kann. Und bei dieser Polymerprobe handelt es sich um PET, was ein Ergebnis, Klassifikationsergebnis von 97% ergibt. Und man sieht, das gemessene Spektrum ist sogar wesentlich besser als das Referenzspektrum in der Datenbank, was durch Artefakte gestört ist. Das ist hier eine typische Anwendung der optischen photothermischen Infrarotspektroskopie. Dargestellt sind hier einzelne Bakterien und von diesem Messspot würde jetzt ein Infrarotspektrum aufgenommen werden. Das Bakterium ist jetzt hier ungefähr 1 Mikrometer breit und 2 Mikrometer hoch. Und eine typische Anwendung wäre jetzt hier ein Verfahren zu entwickeln, was dann die Position dieser verschiedenen Bakterien identifiziert, von jeder Position ein IR-Spektrum registriert und dann für eine gemischte Bakterienpopulation die Bakterien dann auch klassifiziert. Diese Verfahren hatten wir bereits für die Raman-Spektroskopie etabliert und auch ein Patent eingereicht. Für die Infrarotspektroskopie wäre das ein neuer Ansatz. Perspektivisch soll das Gerät mit einem Laser vom IPRT ausgerüstet werden. Und zwar gibt es hier eine Nachwuchsgruppe von der Maria Neschewa, die auch mit Infrarotlaser mithilfe von neuartigen Fasern aus dem IPRT entwickelt. Und diese Laser, die sollen dann in eine neue Generation dieses Geräts eingesetzt werden, insbesondere im Rahmen des Leibniz-Zentrums für Photonik in der Infektionsforschung. Und mit diesem Gerät hier werden Grundlagenuntersuchungen durchgeführt und die Spezifikation erstellt, um das neue Gerät mit dem IPRT-Entwicklungen zu realisieren. Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie gerne unsere Homepage und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.